nicht getroffen. Ah, fuck. Fuck. Fuck, muss ich jetzt alles nochmal neu machen? Shiny, ne? Vom Kontrollpunkt aus. Ich bin, oh nein. Ah, oh, okay, der hat nicht mehr alles. Gut. Ja, ist schon mal fair. Komm her. Ah, fuck, ey. Okay, also ich muss ran. Gesessen wie eine Eins, sind die doof? Boah, ey. Jetzt! Gib Gas! Oh, Machine! Alter Vater. Wow, wir haben es geschafft. Und du? Ah, aber seit Jahrhunderten hat niemand mehr einen Drachen getötet. Nicht seit der Keulung der Lindwürmer. Und ihr habt ihn getötet, und zwar für mich. Du irrst dich. Der Drache kam uns in die Quere, mehr nicht. Streit es ruhig ab, aber ich bin gerettet. Und das verdient eine Belohnung. Ah, was ist das? Geflochtene Mistelpfeile, gerade als Händel, perfekt austariert. Oh, danke. Oh, naja, warte. Ist es nicht... habt ihr meinen Bruder gesehen? Ja, er sagt, du hast kein Talent. Hm. Oh, und dass ich schrullig bin? Nein. Bestimmt. Dass ich das Aussehen einer Waffe, nein, den Zweck vorziehe. Dass ich hochnässig bin, nein, und verklemmt, kleinlich. Ich weiß, was er denkt, aber er kann mir nicht mehr. Verbrenn das. Ich habe keine Zeit für sowas. Nein, nein, warte. Ich habe eine bessere Idee. Was? Ich brauche einen Zahn von dem Drachen. Ein Zahnbrocher? Ja, dann ziehen wir doch mal einen Zahn. Eieiei.
dass sie nicht genau... Oh, egal. So unrein. So schrecklich unrein. Oh, wie das stinkt. Perfekt. Das sollte reichen. Oh. Ah, jetzt macht er mir bestimmt Pfeile. Ja, den fasse ich nicht an. Halt ihn hoch. So, jetzt fahr damit die Sehne des Bogens entlang. Tu's einfach. Atreus, deinen Bogen. Zweimal sollte reichen. Ah, schön sachte. Schockpfeile. Sie haben Schockpfeile erhalten. Schießen Sie damit auf Sprengkristalle, um in der Nähe befindliche Harzhindernisse des Weltenbaums zu zerstören. Sie haben Schockpfeile erhalten. Schießen Sie damit auf Sprengkristalle. Blablabla. Okay. Wow. Oh klar, jetzt seid ihr beeindruckt. Wie erkläre ich das? Ich habe das Schwingungsmuster der Bogensehne. Schon verstanden. Du hast es schon selbst rausgefunden. Na dann, schon verstanden. Ist ja nicht so, als wollte ich gerade die komplexe Kunstfertigkeit meines Berufs erklären. Maul. Nein, brauchst du nicht. Solange es dir hilft. Ja. Ah, da, Pfeiler. Kommt mir so vor, okay. Als hätten wir erst gestern Hirsche gejagt. Jetzt haben wir gegen Dunkelalben gekämpft, Trolle, Oger und einen Drachen. Jetzt könnten wir es mit allem aufnehmen. Wir siegen, weil wir entschlossen sind. Diszipliniert. Nicht, weil wir uns anderen so überlegen. So sieht das nämlich aus. Klar, ich weiß. Es ist nur, stark zu sein, fühlt sich gut an. Jetzt kommen wir auch, glaube ich, an ich viele weiß. Andere Truhen wieder dran. Die Tür ist Rache. Okay. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Hier hoch. Darüber und dann weiter hoch. Wann sind wir denn endlich auf dem Gipfel, ey? Das gibt's doch gar nicht. Och, du Kacke, ne. Ja, so geht das. Können wir das einfach so hochziehen? Ich glaube ja noch nicht dran. Ehrlich gesagt. Setzt fest. Vielleicht ist irgendwo noch ein Kristall, um die Wurzeln zu entfernen. Ah, das denke ich auch mal. Aber wo? Hier. Na bitte. Soll ich ihn zerschmettern? Mach das. Oh, das gefällt mir. Aber seltsam. Er ist nicht komplett explodiert. Ja, das ist, damit du da oben nochmal drauf ballern kannst. Ich habe auf den Kristall geschossen, aber er leuchtet schon wieder. Pass auf, Jaka! Nicht voran! Jo, weg damit. Da ist was, da ist Gold oder so. Oh, toller Punkt. Ja, so, jetzt müssen wir müssen weiter hoch. Mein Freund. Wir müssen weiter hoch. Ich bin ja echt mal gespannt, wie sich das Spiel hier nur so weiterentwickelt. Hier auf den Typ soll sie schießen. Alter, was ist er denn? Also das ist wieder so ein... Kann losgehen. Wie kann ich denn die Axt nochmal wegpacken? So, komm her. Das ist ein paar aufs Maul, ein paar aufs Fressbrett hier. Ich war gut, du warst astrein. Passage. Astrein warst du, mein Sohn.
Ja. Boah, was kreucht und fleucht denn also? Ach du Scheiße, ne. Haben sie aber gekriegt, was sie brauchen. Ah, hier ist wieder so eine Truhe, ey. Sieh mal, da ist eine Brücke. Aber wie kommen wir hin? Das ist erstmal eine Truhe. Das macht mich erstmal viel nervig. Okay, da ist eine Brücke. Da ist eine Truhe. Wo sind die Glocken? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, hab keine Glocke gesehen. Da war kein Kristall zu sehen, ne? Nicht wirklich. Ist irgendwo. Achso. Warte mal, kann ich den. Kann ich nicht, oder? Geht das? Geht das? Ja, das geht. Okay. Wir müssen diese Brücke irgendwie herablassen. Sie ist der Weg hier raus. Ja gut, das kriegen wir dann ja jetzt hin. Sieh mal hier, noch eins. Der hier heißt Livy. Mutter wollte mir von ihm erzählen, aber ich war wohl zu jung. Kommen da Riesen aus seinen Achseln? Der ihn da ersticht, könnte Odin sein. Okay, 3 von 11 Schreien gefunden. Ach, guck mal, da oben ist schon mal so ein Glöckchen. Muss ich die nur suchen oder wird das wieder so ein Zeitspiel? Ja, eine zerstört, gut. Also müssen wir sie nur suchen. Kann ich den mitnehmen oder was? Bin ich hierher gekommen? Ich weiß das gar nicht mehr. Schon wieder voll die Orientierung verloren. Ne, hier sind wir hergekommen, okay. Hier sind wir auf jeden Fall hergekommen. Ach ja, stimmt, da war ja dieses Ding. Und jetzt geht's da weiter. Ein Siegel haben wir zerstört. Wo sind die anderen? Also wir können jetzt einfach so ein Ding nehmen hier. Da irgendwo rein, pfeffern. Und dann kann er da drauf schießen. Ist nicht schlimm. Ist gar nicht schlimm. Bums. Es ist so toll, damit Dinge zu zerschmettern. Das glaube ich dir, mein Freund. Das glaube ich dir. Komm her, mein Freund. Das ist der Weg. Da ist eins. Zwei geschafft. Wo ist der dritte? Wo ist der dritte? Stimmt, da oben irgendwo. Stimmt, da oben irgendwo. Da ist es. Ah, hier ist auch noch eine Kiste. Oh!
Wo kommt er denn her? Das war ja mal eine geile Überraschung jetzt. Sonst nichts drin? Nur so ein Vieh? Kiste! Mach die Kiste auf. Wir haben wieder so einen Apfel gefunden. So, Freunde, Nacht, wir gehen an der Stelle erstmal raus, weil nämlich mein Aufnahmeprogramm irgendwie Quatsch gemacht hat. Ich muss da mal gucken, was da los war, ob da alles gut gegangen ist. Wenn es euch gefallen hat, ne, denkt dran, hier abonniert den Channel. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Theodor. Ciao, ciao.